In diesem Video möchte ich Ihnen die AFAIM Fritzbox 7430 für Telekom Magenta zu Hause vorstellen. Die Fritzbox 7430 vom deutschen Hersteller AFAIM ist ein günstiges Einstiegsgerät in Ihr persönliches Heimnetz und ist für Telekom DSL und VDSL geeignet. Die 7430 kann ausschließlich am IP-basierten Anschluss betrieben werden. Sie vereinigt eine kleine Telefonanlage, Heimvernetzung sowie DSL und VDSL-Modem in nur einem Gerät. Zum Lieferumfang gehört die Box selbst, nebst Netzteil für die Stromversorgung, dann ein etwa 4 Meter langes Anschlusskabel für den IP-Anschluss, ein etwa 1,5 Meter langes Netzwerkkabel zum Anschluss eines PC oder Laptop sowie eine Kurzanleitung und weitere Hinweise. Für die Heimvernetzung verfügt die Fritzbox über einen 4-Port Fast Ethernet Switch, also mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde. Zusätzlich ist auch ein WLAN-Router integriert. Dieser verwendet den WLAN-Endstandard mit bis zu 450 Mbit pro Sekunde auf 2,4 GHz. Kunden, die Gigabit LAN, also mit bis zu 1000 Mbit pro Netzwerkport wünschen, entscheiden sich zum Beispiel für die Modelle Fritzbox 7490 oder 7590. Das Modell 7490 hat zusätzlich zum WLAN N auch noch WLAN AC auf 5 GHz integriert. Damit ist Gigabit WLAN mit bis zu 1300 Mbit pro Sekunde möglich. Noch schneller geht es mit dem High-End WLAN der 7590. Hier sind bis zu 2533 Mbit pro Sekunde machbar, das Ganze über die Multi-User-MIMO-Antennentechnologie. An der Vorderseite gibt es eine WLAN-Taste, damit kann das WLAN ein- und ausgeschaltet werden, so wie mit WPS natürlich neue WLAN-Geräte schnell ins Netzwerk integriert werden. Mit der Deck-Taste lassen sich zum Beispiel Schnurlostelefone oder der Deck-Repeater anlernen. An der Unterseite gibt es hier noch ein paar Info-LEDs. An der DSL-Buchse auf der Rückseite wird einfach das mitgelieferte Kabel angeschlossen und zusätzlich hier dieser TE-Stecker, der kommt in Ihre Telefondose. Ein DSL-Splitter wird nicht mehr benötigt. Am Port 1 kann auch ein Glasfasermodem angeschlossen werden, allerdings durch die Limitierung des Netzwerkswitches auf 100 Mbit pro Sekunde macht es für schnellere Anschlüsse natürlich keinen Sinn. Hier empfehlen wir Ihnen ein Fritzbox-Modell mit Gigabit-Netzwerkport. An der 7430 kann ein analoges Endgerät weiterhin betrieben werden. Dafür gibt es an der Seite hier diesen Phone 1 Anschluss als TAE Buchse oder alternativ an der Rückseite hier Phone 1 als Western Buchse für Endgeräte mit RJ11 Stecker. ISDN Endgeräte oder ISDN Telefonanlagen können an dieser Box nicht betrieben werden. Dafür bräuchten Sie zum Beispiel die 7490 oder 7590. Zum Telefonieren können Sie dank integrierter Deck-Basisstation bis zu 6 Schnurlostelefone mit der Fritzbox 7430 verbinden. Zum Beispiel vorhandene Telekom Speedphone-Modelle oder die Fritz-Phone-Produkte. Diese sind natürlich für die Nutzung mit der Fritzbox optimiert und zum Beispiel können Sie dann den integrierten Anrufbeantworter, der ebenfalls in der Fritzbox enthalten ist, besser steuern. Bis zu 5 Anrufbeantworter oder Fax-Mailboxen sind enthalten. Die Nachrichten können Sie sich auf Wunsch auch per E-Mail zusenden lassen. Zur Verbesserung der Deck-Reichweite bietet AFAIM diesen Fritz-Deck-Repeater an. Für die WLAN-Reichweite gibt es ebenfalls entsprechende Repeater, hier den Fritz-WLAN-Repeater. Das hier gezeigte Modell unterstützt WLAN AC und WLAN N, also Gigabit-WLAN, was die Fritzbox selbst ja nicht kann. Insofern wäre das Modell vielleicht ein bisschen überdimensioniert, da gibt es auch preiswertere Einstiegsmodelle. Alternativ gibt es die Möglichkeit, über Fritz Powerline Ihr Heimnetzwerk über die Stromleitung zu realisieren. Über das heimische WLAN machen Sie sogar aus Ihrem Smartphone ein Festnetztelefon. Wenn Sie sich die Fritz-App Phone installieren, dann können Sie auch mit dem Smartphone ankommende und abgehende Gespräche über Ihren Telekom-IP-Anschluss führen. An der Seite der Fritzbox 7430 gibt es noch eine USB 2.0 Schnittstelle. Hier kann zum Beispiel ein USB-Drucker oder eine USB-Festplatte angeschlossen werden. Diese Geräte können dann gemeinsam im Netzwerk genutzt werden. Entertain TV, das Fernsehen der Deutschen Telekom, kann natürlich ebenfalls mit der Fritzbox 7430 genutzt werden, hier zum Beispiel in Verbindung mit dem 9 Media Receiver 401. Telekom Festnetz-Neukunden erhalten bei Vertragsabschluss eines Magenta-Zuhause-Tarifs über uns die AFAIM Fritzbox 7430 zum extra günstigen Vorteilspreis. Das Gerät geht dabei in Ihr Eigentum über, das heißt, sie muss nicht am Ende der Mindestvertragslaufzeit zurückgesendet werden. Alternativ erhalten Sie bei uns auch den mehrfachen Testsieger AFAIM Fritzbox 7490 oder deren Nachfolger, die 7590. Bestellen können Sie unsere Vorteilsangebote direkt online auf unserer Internetseite. In Verbindung mit einem Entertain TV-Vertrag bieten wir alle Fritzbox-Modelle, die wir vorgestellt haben, so auch die 7430, extra günstig an.
An unserer Beratungshotline informieren wir Sie gern zu Tarifen, zu Angeboten und zur Verfügbarkeit. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.